Was für eine Art Fels kann den Berg hinaufrollen? Wer bist du? Das Gleiche wollte ich dich fragen. Was machst du auf meinem Berg, Eindringling? Das soll dein Berg sein? Ah, das glaube ich nicht. Jetzt geh mir aus dem Weg. Nicht bevor du mir gesagt hast, wieso du hier bist. Ich bin hier, um meinen Freunden zu helfen, einen Drachenmenschen zu besiegen. Warte, das bist du, oder? Du bist die Schurkin des Berges. Ich bin keine Schurkin. Ich bin die Beschützerin dieses Ortes und du dringst hier ein. Du legst dich mit dem falschen Helden an, Drachenfräulein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Was hast du gesagt? Hey, niemand entkommt meinem Donnerstab! Das ist also der Stab, den die PJs brauchen, um dich zu besiegen. Ha, das war leicht. Wer du auch bist, diesmal hattest du Glück. Aber beim nächsten Mal nicht mehr. PJs, ich bin hier und ich habe den Stab von dem Schurkenmädchen. Na sowas, wenn das nicht der Gürteltrottel ist. Hey, was soll das hier werden? Du bist geradewegs in meine Falle getappt. Was? Die Nachricht war nicht von den PJs, sondern von mir. Und du bist drauf reingefallen. Oh. Den da nehme ich jetzt. Kleiner. Du weißt wieso, Kleiner. Niemand wird mir im Weg stehen. Schon gar nicht. Stopp! Du? Genau genommen heiße ich Anju. Jetzt gib mir den Stab, sonst gibt's Ärger. Aulette? Ich? Klar! Eulenflügel weg! Gute Arbeit, Anju. Danke. Jetzt du, Monsterfreund. Spür die Klebeklatscherkraft. Alles okay, Kleiner? Ein mutiger erster Versuch. Dieses Mal brauchen wir alle PJ Masks. Okay, PJs, es ist Heldenstunde. Ganz leicht. Und jetzt seid ihr dran. Keine Sorge, du lernst ja noch. Hey, warte! Weißt du, du musst kein Klebeklatschermonster sein, wenn du nicht willst. Sicher, Anju macht das nichts aus, oder? Oh doch. Siehst du? Warte, was? Der Klatscher ist seine Bestimmung. Dem Lebenspfad nicht zu folgen, würde den Berg in große Gefahr bringen. Diese Anju-Nervensäge kommt mit dem Klebeklatschermonster nicht zurecht. Aber ratet mal, wer schon. Ja, ich! Wenn der kleine Ninja das nächste Mal zum Monster wird, starte ich meinen Angriff. Hey! Ja! Bergbeschützer, zeig dein mächtiges Ich nochmal. Gut, setz jetzt deine mächtige Kraft ein und versperr den Weg mit diesem Stein. PJ Robo, bitte komm! Wir brauchen Hilfe. Du musst uns sofort reinlassen. Öffne die Katzenklappe. Hör, wie der berühmte Catboy mit seiner, Samtpfote an die Tür des Hauptquartiers klopft. Es funktioniert! Leute, ich weiß nicht so recht. Wie eine gute Tat kommt mir das eigentlich nicht vor. Ach was, Kevin. Auch Helden müssen Ziele anpeilen. Au, 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 au! Das Bild kenne ich doch.
verschrottet. Das ging ja schnell. Sogar für uns Wölfis. Nicht mehr weg hier. PJ Robo habe ich nicht gehört. Aber ich bin mir sicher, da war ein Heulen. Mit diesen Wölfis haben wir uns ja ganz schön was ans Bein gebunden. Echt wahr. Das ist es. Beine. Damit kriege ich uns hier wieder raus. Super Gecko-Muskeln. Bereit für die Landung. Sehen wir uns mal um. Leute, ich hab was entdeckt. Reifenspuren. Die sind nicht von Luna. Romeos Labor? Nein, er ist unten in der Stadt. Wir haben ihn beobachtet. Die Spuren müssen vom letzten Mal sein, als er hier war. PJ Robo hat recht, hier ist überhaupt nichts. Lasst uns weiter auf Kometenjagd gehen. Tja, also gut. Sie gehört ganz dir. Ich glaube, ich fühle mich wirklich stärker. Was ist da passiert? Langsamer, PJ Robo, aktivier die hinteren Triebwerke. Schon okay, Kleiner. Lass mich ran. Er zieht uns rein. Wo sind wir? Ruf sie zurück, Luna! Okay. Hä? Ist nur eine Übung. Übung wofür? Brauchst du etwa eine Flugstunde, Eulett? Was? Romeo, jetzt zahle ich dir heim. Darf ich? Motten? Die können mit meinen brillanten Erfindungen nicht mithalten. Hör auf damit, Luna. Wir klären das. Das werden wir. Ich lenke ihn ab. Hast du ein kleines Flugproblem? Ich doch nicht, Spatzenhirn. Ich bin der Schurke der Lüfte. Spitzenmäßig. Antriebsdüsenfehlfunktion. Du steckst mit Luna unter einer Decke? Ich verhindere nur, dass Romeo die Insekten verteilt. Kommt schon. Ist nur ein harmloser Spaß. Wir sind Helden, Eulett. Wir sollten immer nur Gutes tun. Aber ich tue nur Gutes. So oder so, er hat angefangen. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Na, wie kommt ihr nervigen Motten mit meinem Allstrahler zurecht? Hör auf, Romeo! Wie wär's, wenn du aufhörst, Katzenbaby? Los, verschwinden wir! Du musst damit aufhören, Eulett. Du verschlimmerst es nur noch. Romeo ist der, der die schlimmen Dinge tut. Ich finde, für eine PJ Masks bist du ganz okay, Eulett. Holen wir uns den Eistrahler? Wie? Ich habe die Motten. Du kannst diese Flattersache ja machen. Eulenflügelwind? Zu null für uns. Gut gemacht, Roboterkumpel. Oh.
Bereit für die nächste Runde? Wie du befiehlst, Gürteltill. Kumpel? Ein Kumpel ist nicht jemand, der einfach nur tut, was man sagt. Tja, aber es macht Spaß, wenn sie es tut. Gürteltill, er ist der Boss. So ist es. Was wisst ihr PJs schon? Ihr sagt mir ständig, was ich tun soll. Nur wenn du Sachen machst, die keinen Sinn ergeben. So wie jetzt. Runde 2. Roboterringen. Wie wär's denn, wenn wir trainieren, die Welt gemeinsam zu retten? Wär lustig und nicht so gefährlich. Wir könnten Tipps austauschen, uns gegenseitig Moves zeigen. Nee, ich will Roboterringen. Ich auch. Legen wir los. Komm schon, Roboter, zeig ihr, wer der Beste ist. Aber das sind doch Sie, Meister. Gewinn endlich. Roboter ist glücklich. Das schießende Teil ist auf keinen Fall besser als ein PJ-Kumpel. Ich weiß, Gecko. Sorgen wir einfach dafür, dass nichts zerstört wird. Okay, keine Schläge unterhalb des Rumpfes. Jetzt hab ich dich! Was? Oh, meine Schrauben sind locker! Ich schaffe das, Meister! Oh nein! Boom! Roboter hat dich jetzt! Stopp, nicht kitzeln! Eins zu eins! Übernehme die Weltherrschaft! Geht's dir gut? Besser als je zuvor, Kumpel! Wunderbar! Zeigen wir Romeo, dass du wirklich die beste Helferin aller Zeiten bist! Du bist mein bester Freund! Aufpassen, Schulbus! Du lenkst mich nicht ab, Ninja! Wow. Hey! Bei meinen Katzenschnurrhaaren! Tut mir leid, kann grad nicht kleben bleiben. Rennassistent im Einsatz. Diese Betrüger, da gibt es nur eine Lösung. Ihnen hinterher und überholen? Ich zahle es Ihnen mit Ihren eigenen Waffen heim. Betrügen? Das darfst du nicht. Helden spielen fair. Du brauchst nur dein Können. Es wird kein richtiges Schummeln, versprochen. Also soll dir das im Grunde nur einen helfenden Schubs geben? Ja, so in etwa. Ist die Rampe fertig, Gecko? Wieso soll sie hier stehen? Die anderen Fahrer sind dort drüben. Eulenflügelwind, Eulette! Eulenflügelwind! Juhu! Ja! Abkürzung! Was? Das Katzenbaby ist in Führung? Stoppt ihn! Verwirrt ihn, Martin! Ewige Überraschung! Und jetzt Supergröße! Wow! Catboy! Alles okay? Die machen vor nichts Halt! Wir müssen ihre Fahrzeuge manipulieren! Bitte, für meinen Katzenflitzer. Ha. Oh. 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 Ja. Oh. Oh. Kleiner Ninjalino! Hä? Wo treibst du dich denn rum, Klitzekleiner? Wir wollen los! Klitzekleiner, kommst du? Komm in die Gänge, Klitzekleiner. Wir warten. Ein
Monster! Hey, passt auf, Ninjalinus! Der Typ wirft mit Klebeklatschern! Puh, das war knapp. Schon wieder. Sie drehen um! In Deckung! Armer Klitzekleiner, das Klebeklatschermonster hat ihn wohl erwischt. Oh, der Winzling wird mir ganz schön fehlen. Klitzekleiner, dir geht's ja gut. Warte, wo ist das Klebeklatschermonster? Dann ist es immer noch da drin. Oh. Stopp! Was machst du hier, Nachtninja? Wir singen bei Nacht mal Luf mal Le. Singen fröhlich Ei Ei und dann Hey Hey Hey. Wir besiegen die Ninjas auf hoher See. Die bösen Piraten, Yippie-Aye. Ich habe gereimt! Hey! Was führen diese Ninjas im Schilde? Sie geben zu schnell auf. Sie locken uns weg, während sie etwas anderes vorbereiten. Oh nein, es ist eine Falle. Gecko, Eilert, hopp nicht da lang. Komm zurück. Catboy, überwinde deine Angst vor Wasser. Deine Freunde brauchen dich. Verpasst mein Matrosen Klebeklatscher! Diese nervigen Ninjas haben uns reingelegt. Sie haben uns hier hinausgelockt. Während sie etwas anderes geplant haben. Folgt mir! Ninjalinus! Oh-oh! Der Ninja-Pirat schlägt wieder zu. Ist die Blockade fertig, Ninja-Seemänner? Tja, ich an deiner Stelle würde ja weglaufen, bevor mein Haustierdrache zurückkommt. Ich gehe nirgendwo hin. Gut, ich hab dich gewarnt. Huhu, Drache! Hier ist ein Eindringling! Gib mir die Steine. Ich würde tun, was ihr sagt, Nachtninja. Was? Was macht ihr denn hier? Ich sagte doch, ihr solltet in eure Welt zurück. Auch schön, dich wiederzusehen. Wir sind hier, um zu helfen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das ist mein Zuhause. Ich beschütze es. Psst. Ninjalinus, holt schnell die restlichen Steine, während sie streiten. Nein! Hey, wo ist sie hin? Offensichtlich ist sie vor Angst abgehauen. Von wegen Beschützerin des Berges. Jetzt werde ich meine neuen Kräfte freisetzen. Noch ist es nicht zu spät, um wegzulaufen, PJ-Plagegeister. Wir werden nirgendwo hingehen. Okay, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Sehen wir doch mal, was dieser hier kann. Scheint so, als könnte ich mit diesem hier alles zu Stein verwandeln. Einschließlich euch. Oh, oh! Aufteilen! Nachtninja! Hier oben! Komm zurück! Superkatzen-Tempo! Hin? Dumme PJs. Gegen den ultimativen Ninja habt ihr keine Chance. Passt auf, was jetzt kommt. Seht, der Himmel klärt sich auf.
Wir sollten den Pfad überspringen und direkt zum Gipfel gehen. Ja, bei all den Fallen kommen wir sonst nie dort an. Ich mach das. Super Eidechsengriff. Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Keine Sorge, ich helf dir. Okay, Leute, ich kann das nicht ewig halten. Ich starte in 3, 2, 1. Jetzt schlag mit den Armen, wie ein Vogel. Hey, ich glaube, ich hab den Dreh raus. Okay, jetzt ich. Die Landung. Kein Ding. Katzen landen immer auf den Füßen. Moment. Katzen können nicht fliegen. Wie soll ich landen? Keine Sorge. Ich hab dich. Und? Wie gefällt dir das Fliegen? Ich bleibe lieber beim Laufen. Aufgepasst. Super Eidechsengriff. Das hat doch gerade so richtig Spaß gemacht. Naja, wenn du meinst. Jetzt lasst uns nachsehen, was Nachtninja vorhat. Aha! Das muss der Platz sein, wo früher der Drachengong stand. Huh. Ha! Stellt ihn genau hier ab, Ninja Linus. Ein wenig nach links. Jetzt wieder nach rechts. So, perfekt. Jetzt befreien wir den Drachen aus dem Gong. Er ist jetzt ein richtiger Ninja und ein Böser noch dazu. Aber das ergibt keinen Sinn. Ja, was hat Nachtninja eigentlich vor? Ich weiß es nicht. Aber unser Lehrer ist niemals böse geworden. Wisst ihr noch, was er uns beigebracht hat? Den Super Seitenflip. Ja. Und seine tolle Stunde über ägyptische Katzen. Und die Stunde über die Hornschnabelmolche. Das hat mir geholfen, meine Eidechsennatur zu schätzen. Der Schnitzeljagdunterricht. Dabei haben wir gelernt, wie man Dinge sucht. Dadurch bekam ich die Idee hierfür. Eulenaugen. Da sind sie. Bleib sofort stehen, Nachtninja. Was hast du mit unserem Lehrer gemacht? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr da redet. Ich denke, du weißt es genau. Unser Lehrer wird zum Ninja und du hast nichts damit zu tun? Unwahrscheinlich. Ninja, wow! Oh, Spatzenhirn. Verstehst du es nicht? Er ist ein Ninja. Ganz und gar. Seht ihr irgendwo, dass wir Ninja-Magie machen? Wow! Oder Ninja-Zauber sprechen? Nein, ganz genau. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Hey, starte deinen Ninja-Angriff! Ninja Pow! Flatternde Federn! Schnell, Gecko! Super Gecko-Muskel! Seht es ein, ihr Plagegeister! Euer Lehrer ist von ganz allein zum Ninja geworden! Wo ist er? Sucht ihn! Wir müssen ihn auch suchen. Schließlich muss er uns morgen unterrichten. Eulette, ist das wirklich eine gute Idee? Was ist, wenn er insgeheim super böse ist? Ist er nicht. Niemals. Nicht unser Lehrer. Wir kennen ihn seit der ersten Klasse. Hier geht's zur Gelassenheit? Deshalb will der stolpernde Steinkopf meinen Berg hinaufstapfen. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Aber wie? Kommt schon, als wäre der Einsatz von Klebeklatschern einem Superstar-Ninja würdig. Na schön, aber das war meine Idee. Hiya! Meister, ist das ein friedvoller Bergvogel? Nein, es ist ein nerviger Ninja-Klebeklatscher. Ninjas! Kein Stress! Super Katzentempo! Tja, und wenn schon.
Richtig, weiser Meister Catboy? Auf dem Berg kann mich nichts aus der Ruhe bringen. Du hast wie ein wahrer Held gesprochen. Aber gehen wir bis zum Gipfel. Nur sicherheitshalber. Erdferkel Till ist cool geblieben. Aber ich weiß schon, wie ich ihm auf die Nerven gehen kann. Böser Planlacher. Genug! Der Berg funktioniert wirklich! Ich fühle mich total entspannt! Ja, kein Grund, sich Sorgen zu machen. Ah, dieser weiche Flummi hier ist super entspannend. Ach ja? Aha. Dann ist das wohl ein antikes Steinkissen. Wird seit dem Altertum genutzt, um auf ihm die Gedanken zu entspannen. Ich will dich ja nicht stressen, Meister Catboy, aber ein Steinkissen? Ja, was für ein Glück, dass so eins hier einfach herumliegt. Oh, oh, Gecko, komm her. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Wir müssen Romeo aufhalten. Wir suchen seinen Metallfreund später. Ich meine, er ist nur ein Roboter. Ringelndes Reptil, das war wirklich gemein von Connor. Und sieh uns an, Eulette, wir stimmen ihm auch noch zu. PJ Robo dachte bestimmt, wenn uns der Roboter nicht wichtig ist, dann ist er uns auch nicht wichtig. Deshalb ist er wahrscheinlich verschwunden. Wir können ihn nicht allein lassen, solange Romeo sein Unwesen treibt. Gehen wir! Der unglaubliche Catboy springt elegant wie ein Panther. Mit einem Katzenbrüllen. Ja! Oh. Oh. Vielleicht hätte ich den alten Blecheimer doch reparieren sollen. Minibot? Sieht aus, als würde ihn sein großer Dosenkumpel leid tun. Und? Wie ist die Lage bei PJ Robo? Nicht gut. Wir brauchen deine Hilfe, um es wieder gut zu machen. Wieso? Ist er böse? Wohl eher verletzt. So verletzt, dass er weggelaufen ist. Wir müssen ihm helfen. Er ist nur ein kleiner Roboter. Das! Genau das hat ihn verletzt. Weißt du noch, als Gecko vorhin gesagt hat, wir sollten Roboter reparieren? Und du hast gesagt... Er ist nur ein Roboter. Das klingt furchtbar. Ich hab nicht nachgedacht. Wir ja auch nicht. Wir haben dir zugestimmt. Das ist eine Katastrophe. Ich bin sicher, er verzeiht uns, wenn wir uns entschuldigen. Aber dazu müssen wir ihn erst finden. Und zwar sofort. Fast leer? Hier kommt Papa. Erster Schritt. Sich im Kreis drehen. Hat's geklappt? Keine Ahnung. Kann nichts erkennen, weil mir zu schwindelig ist. Nächster Schritt, rumschnüffeln. Oh, meiner! Meiner, ich zuerst! Ja, der gehört mir! Meiner! Schmeckt wie ein alter Schuh. Vielleicht ist das der allerletzte Schritt. Etwa sich im stinkenden Müll zu wälzen? Wehe, das klappt nicht, Heuler. Juhu! In Ordnung. Sehen wir uns unsere Wolfheit an. Alles wie vorher? Schau, mir wächst gelbes Fell. Das Spiel ist aus, Wölfis. Rückt ihn raus. Dieser Werwolf ist in unserem Team. Catboy, rette ihn, während wir die Wölfis ablenken. Alles klar. Super Katzen-Tempo! Hey, Wölfis, wie wär's mit etwas PJ-Power? Ha, nichts übertrifft unsere Wölfi-Power. Psst, Ruffles, komm schon. Bewegt die Pfoten, bitte. Hey, verschwinde. Heulen wir ihn weg von hier. Nicht, wenn ich euch zuerst davon würde. Bei meinen
Katzenschnurrhaaren. Was ist nur los mit diesen Hunden? Jip, jip, ja! Super Eidechsengriff! Super Eulensturzflug! Bleib bloß vom Rätselberg weg! Und wie sollen wir sie jetzt aufhalten? Hey, Nachtninja, hast du eine Idee? Schätze, wir müssen ran. Na los, wir müssen sie einholen. Und dann nehmen wir die bösen Hündchen an die Leine. Ich bin der Anführer des Rudels, also gehe ich zuerst rein. Du, der Boss? Ich habe den ersten in einen Wolf verwandelt. Sie gehorchen nur mir. Hör auf zu schubsen! Hör du auf! Au, au, au. Die sind für euch, Pyjama-Kinder! Diese Hündchen sollten an die Leine. Super Katzenstreifen! Wow! Achtung, Riesenklebeklatscher! Die Hündchen brauchen ein Bad, wenn wir sie nach Hause gebracht haben. Wenn wir es schaffen, sie nach Hause zu bringen. Der Klebeklatscher ist stark. Vielleicht kriegen wir sie nie vom Berg herunter. Hey! Danke, Vergilino. Das war ein Ninja-Finger, oder? Wir müssen sie dazu bringen, Sitz und Platz zu machen. Bleib locker, Großer. Wir sind Freunde, schon vergessen. Du wagst es, dich mir zu widersetzen? Na toll, ihr habt mir gerade noch gefehlt. Wie seid ihr denn entkommen? Da musst du dir schon mehr einfallen lassen als ein bisschen Klebeklatscher. Du vergisst dabei wohl, dass Anju uns gerettet hat. Das braucht er ja nicht zu wissen. Oh ja, auch wieder wahr. Also, entweder ihr haut ab oder ich setze mein Klebeklatschermonster auf euch an. Klitzekleiner, schnapp sie dir. Wow! Ich glaub's nicht. Der Klitzekleine ist das Klebeklatschemonster? Das ist der absolute Wahnsinn. So wie's aussieht, hast du kein Monster mehr, Nachtninja. Nein, nein, nein. Klitzekleiner, ich befehle dir, dich sofort zurückzuverwandeln. Bitte, bitte. Vielleicht brauchen wir Anjus Hilfe ja gar nicht. Ja! Jetzt schnappt ihr die peinlichen PJs! Wir müssen ihn wieder in den Klitzeklein zurückverwandeln. Und zwar schnell! Was ist denn?